Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. Heute machen wir Sonntag, den 5. November. Ja. Go, 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 hä? Mal schauen, hä? Den da haben wir jetzt manchmal probiert, so als neuen Standard zu etablieren, hä? Und Sonntag haben wir da. Da könnte man da unten fast alles hinschmeißen, hä? Was halt den Sonntag halt nicht wegmacht. Dann könnte man den da hier unten machen, dann hätten wir den auch schon weg. Und das da. Und das geht natürlich nicht, hä? Hätten wir die zwei längeren da schon mal weg. Und den könnte man hier hin machen. Irgendwas ist komisch, oder? Ich glaube, die 5 ist weg. Ja. Die 5. Ah, die ist da unten, genau. So wäre die 5 noch da. Den da hätten wir weg. Aber dann kriegen wir die Sonntag nicht hin, hä? Das ist eher ein bisschen schlecht. Also das da. Damit hätten wir den Sonntag auch weg und das da und so ein Teil haben wir nicht. So ein Teil haben wir nicht. Den da hinmachen und den da. Und mit dem da den Sonntag 5. Das geht aber schlecht. Hä? Das wird auch nicht besser. Hätten wir noch den, dann hätten wir hinten die 4 nicht. Hä? Ja, das war's für diese Woche. So, dann kommen wir zum Hintergrundbild. Eigentlich wollte ich eine Variation machen, aber wir machen es uns nochmal einfach, machen nochmal ein Zoom-Out und hoffen, dass er da was Schönes rundherum bastelt. Schauen wir einfach mal. He? Bei den Variationen habe ich immer ein bisschen Mühe, dass er da nicht mehr das richtige Bild nimmt oder worauf auf immer Bezug nimmt. Und das kriege ich nie so wirklich hin. Macht, so wie es ausschaut. Wobei es noch nicht ganz fertig, aber normalerweise kommt da dann nicht mehr so viel. Hä? Machen wir das groß. Oben links hat er jetzt da gar nichts gemacht. Hä? Das können wir gerade mal vergessen. Unten links ist okay. Die Hände sind ein bisschen groß, aber ist okay. Kann man so leben lassen. Oben rechts sind die Hände dafür viel zu klein irgendwie. Und die Wände sehen ein bisschen komisch aus. Unten rechts, oh lecker. Unten rechts sieht schlimm aus. Irgendwie passt es nicht so richtig, hä? Von den Beinen her und so. Ganz komisch. Ich denke, wir müssten da schon unten links nehmen. Hä? Also ich würde jetzt unten links nehmen. Aber wir gehen jetzt trotzdem mal noch schnell hin und sagen dem, wir möchten gerne eine Variation haben. Die 16:9 haben wir da schon drin, den HR Giger haben wir drin. Wir nehmen da mal den Prompt von dem Bild. Hä? Nehmen wir den da mal mit, gehen dann nochmal auf die Variation, nehmen da das da raus, machen da den da rein, machen da noch, geht das? Ne, ich glaube Kraus geht nicht so hoch, oder? Sonst machen wir da mal die
41 wird. Wird? Keine Ahnung. Schicken das mal ab. Hä? Ja, genau. Wird ist falsch, oder? Kennt noch Fetch Image Prompt. Ach, ich sag's euch. Nee, es wird schon stimmen, hä? Ah, shit. Ja, ich weiß, was das Problem ist. Ich glaube, ich weiß, was das Problem ist. Da waren wir, hä? Sieht besser aus, hä? Ja, Abstände müsste man natürlich schon machen, gell, wenn man was. Alles kann man auch nicht interpretieren. Dann schauen wir mal, ob er da was Besseres hinkriegt. Bin mir halt nicht so sicher, gell? Es ist wieder. Naja, es sieht so aus, als ob es. Naja, das Bild sein könnte. Machen das mal groß. Oben links hat sie eine Antenne. Aber sieht recht cool aus. Oben rechts ist schon sehr. Naja, Giga ein bisschen. He? Unten rechts sieht es mehr aus, als ob es gezeichnet wäre. Und unten links irgendwie auch. Aber oben links ist noch gut. Das Problem ist ein bisschen die Bildformate, die er da gemacht hat. Also die Bildgrößen sind irgendwie nicht gleich. Irgendwie komisch, hä? Aber da wir eins nehmen müssen und das andere mir einfach nicht gefallen hat, im Großen und Ganzen, werden wir jetzt da oben links nehmen. Oben links ist gut. Jetzt hat doch die Frage wie immer, gell, welches Bild hättet ihr genommen und warum? Schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Wenn ihr weiterhin solche Videos sehen wollt, dann folgt meinem Kanal, liked das Video und klickt die Glocke. Wenn ihr irgendeine, naja, Anmerkung oder was auch immer habt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns morgen zu einer neuen Woche. Ciao zusammen.